Ist noch eine ziemlich kleine Kolonie, ne? Ah, die alte war da deutlich größer. So, der Landeplatz ist gebaut. Hier ist die Verbindung noch nicht. Jetzt ist die Verbindung da. Jetzt können wir recyceln. Ja, weg damit. So. Sind automatisch auch gleich mal 5 Metallblöcke fertig geworden, beziehungsweise zur Verfügung gestellt worden. Holt die euch mal. Ich glaube, der da wird verrotten. Den kriegen die nicht mehr weg. So, 2 Arbeiter noch dazugekommen. Wie viel haben wir? 27 Arbeiter. Ich wollte eigentlich keine Kolonisten mehr holen. So. Also geplant ist ja hier Raumhäfen hin. Jetzt kommt bei mir die Frage auf, wenn ein Handelsschiff zum Beispiel auf dem Raumhafen steht und da knallt ein Meteorit hin, kriegt das Handelsschiff den ab und wird zerstört? Oder fällt er einfach so durch und macht dann den Raumhafen kaputt? Hm. Fragen über Fragen. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Ha, es lag wirklich an den Kisten. Der würde jetzt dahin passen. Ich finde es ein bisschen blöd. Ich würde ihn lieber an den Sauerstoffgenerator hier mit anschließen. Da finde ich es aber blöd, dass ich da hinten nicht mit anschließen kann. Ach, das muss doch wohl gehen, dass wir alle 3 drin haben oder so. Nee. Macht er wirklich nicht. Nur jeweils 2. Echt schade. So, Handelsschiff. Nein. Danke. Obwohl, die kann ich auch gerade mal abstellen, weil momentan brauchen wir echt nichts. Wir sind soweit autark, dass wir alles selber herstellen können. Vielleicht nicht in der Menge, wie ich es gerne hätte, aber offensichtlich kommen sie ja klar damit. Oh, das wurmt mich richtig. Da geht es natürlich gar nicht. Ich überlege, oh, man könnte auch 2 kleine da hinsetzen, ne? Müsste ja passen. Möglicherweise. Ich setze mal den dahin. Den dahin. Okay, also mir gefällt es durchaus, obwohl das, ich glaube, eine fatale Ressourcenverschwendung hier ist. Zwei kleine Biodome. Vielleicht ist das auch ein bisschen praktischer, wenn man kleine Biodome in größerer Zahl hat. Also mittlere sind das ja. Nein. So. Okay, sie sind groß. Also mit der Namensgebung finde ich auch ein bisschen, beziehungsweise Größenangabe ein bisschen seltsam, weil das jetzt die Stufe 2 von 4 möglichen Stufen. Das ist Stufe 2 von 2 möglichen Stufen, ist aber nur Mittel. Hm. Ja, bringt eure Ressourcen dahin. Baut es, baut es. Dum, 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 dum. Ja, hätte ich gerne Verbindung, aber ich finde das blöd hier. Wegen den Eindringlingen, die da, ne? Also die würde ich schon gerne ein bisschen längeren Weg lenken. Hm. Jetzt kommt auch Strom an. Boah. Dim, 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 dim. So, ich werde auf jeden Fall in diese Richtung erstmal weiter ausbauen, glaube ich, bis wir hier sozusagen den Rand erreichen und nicht weiter bauen können. Und dann konzentrieren wir uns da hinten drauf. Hier wird Raumhafengebiet, hier halt noch Energiekollektoren und irgendwas anderes hin, solange es passt. So, jetzt müssen wir gucken, ob die Sauerstoffgeneratoren das hier überhaupt schaffen, ne? Und dann irgendeine Kleinigkeit hierfür fehlt noch. Weil das hier können wir, glaube ich, nicht direkt anschließen. Irgendwas Kleines. Oder Mittleres oder so. Ja, ne? Hier, passt du? Nein. Passt du? Nein. Passt du? Der passt gleich mal überall ran. Den möchte ich aber nicht bauen, den finde ich total sinnlos. Zur Not so ein. Da fällt mir ein, so einen brauchen wir, glaube ich, wirklich. Oh, hey. Hier. 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 Das wäre noch schön. Das, ne?
Wie waren wir denn? Wir haben 13 von 16. Ja, da ist tatsächlich mal einer wieder von notwendig. Und auch irgendwann mal so zwei Wassertürme noch dazu. Wir haben hier nur den einen zurzeit. So, 20% Sauerstoff, 20% aus. Okay, hier ist noch nicht angeschlossen. Wo haben wir denn den nächsten Sauerstoffgenerator? Da haben wir einen. Also hier würde ich auch gerne mal so einen Sauerstoffgenerator wieder planen. Obwohl man hätte auch einen kleinen oder so da hinsetzen können, ne? Ach, ich finde das schon ganz gut so. Und was bist du überhaupt für ein Lager? Mittleres, ne? Mittler, also steht ja mittel dran, also... Ein kleines. So, das ist das kleine. Das ist eigentlich das mittlere. Und dann, wenn man die andere Stufe dazu kauft, gibt es ja noch eine Stufe größer. Das wäre das große. Hm. Weiß ja auch nicht, ob sich das lohnt, mehrere kleine hinzusetzen. Also, dass das überall verstreut ist. Oder ob man zentral mehr große setzt. Tja. Da haben wir einen 3 ausgezeichnet. Ja, Erze kommen auch gut ran. Jetzt geht uns die Stärke aus, aber nicht, weil wir zu wenig produzieren, sondern weil die zu schnell verarbeitet wird. Was eigentlich wirklich gut ist. Da will ich mich nicht drüber beschweren, dass die Ressourcen gleich verarbeitet werden. Aber immer noch die Arzneimittel, die hängen drastisch hinterher. Das finde ich seltsam. Finde ich wirklich seltsam. Wir haben Bioplastik ohne Ende. Wir haben auch theoretisch Heilpflanzen ohne Ende. Finde ich wirklich seltsam. So, nachdem wir das Thema gerade hatten, werde ich hier erstmal Heilpflanzen hinhauen. 4 an der Zahl. Reicht, glaube ich. Das dürfte, glaube ich, locker reichen. Jetzt würde ich wieder auf langsam wachsende Pflanzen gehen. Jip, jip. So, der ist gebaut. Und hier, tja. Dort machen wir einen Wald. Auf Verbindung. Okay, Verbindung ist mir egal. Da fühlen sich dann unsere Leute hoffentlich bald deutlich wohler. So, da ist der... Oh, das ist nicht gut. Wenn das jetzt tatsächlich abgeklemmt ist, das ist überhaupt nicht gut. Ich vermute mal, dass da auch tatsächlich kein Strom mehr fließt, ne? Deswegen setze ich ja überall diese Verzweigungen hin, damit so etwas Fatales nicht nicht passiert. Weil 3 Energiekollektoren haben wir jetzt sozusagen verloren. 3 Solaranlagen in der Nacht, egal, ne? Und ein Windkraftwerk. Ja. Ich kann jetzt natürlich nicht mit Sicherheit sagen, ob das wirklich das komplett rausgenommen hat. Ich vermute es einfach mal. Es wäre sinnvoll, beziehungsweise logisch. Oh, knackig. Knackig ist das. Ist wieder da. Was sagt denn das Eisen? 5 Eisen haben wir. Baue ich gerade etwas, wo ich Eisen benötige? Nein, nicht wirklich. Hm. Gut, dann schaffen wir darüber jetzt mal eine Brücke. Dann geht der nächste Meteorit dahin, dahin oder dahin. Aber das wird ja auch mit der Zeit zugebaut. So. Kommt wieder kein Wind, ne? Der ist leer. Der wird gerade leer gelutscht. Der ist auch leer. Wir haben ja die 3 noch. Kein Wind, kaum Sonne. Machen trotzdem 200. Okay. Die würden 40 machen. Haben wir davon so viele? 1, 2, 3, 4, 5. Moment. 40, 25, 25. Ah. Da musste ich dann erstmal wieder selbst kontrollieren, mich daran erinnern, dass ich ja auch mal kleine gesetzt habe, was ja auch sinnvoll und logisch ist zu dem Zeitpunkt. Aber das habe ich einfach nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Oh. Ja, da fehlt die Uhr.
solange das Ding aktiv ist, sollte es mir eigentlich eine Zeit anzeigen. Oh, das hat uns eben 4-5 Leute gekostet. Wenn das ein Stückchen vorher aufgeprallt wäre. Das ist ja die Meteorabfanglaser, die finde ich teilweise so sinnlos, weil die fangen nichts ab. Gut, jetzt ist es nicht besetzt, ne? Aber hier kommen so oft Einschläge. Oh, das ist wirklich fürchterlich. Ja, wie lange noch bis zur Sonneneruption? Ich kann die ja nicht jetzt schon drin behalten, wenn da draußen wichtige Arbeiten zu tun sind. Sonneneruption kommt bald. Ich glaube, da kommt noch einer, steht unmittelbar bevor. Dann ist auch schon wieder ein Techniker in Gang. Da ist auch ein Techniker in Gang. Jetzt kriegen wir leider die nächste Warnung nicht, weil keiner an der Konsole sitzt. Ich mache jetzt einfach mal Alarm an. Sonneneruption ist leider wirklich so ein Ding, da verlieren wir dauernd Leute, weil wir haben kein Arzneimittel. Liebe Doktoren, bitte geht doch mal arbeiten. Wir sind ja nur Sanitäter. Oh, schnell, lauf, lauf! Lauf, Alarm ist an. Da geht der Energiespeicher leer. Okay, an jeder Station sitzt einer. Das finde ich jetzt gut. Kommt da ein oder zwei Arzneimittel? Es kommt nur ein Arzneimittel jeweils raus. Die Produktion ist dann auch nicht so hoch, ne? Fast voll. Fast voll. Da ist sie. Die Eruption. Sonneneruption. So, dann können auch die Ressourcen schnell hier zu dem Raumhäfen gebracht werden und auch schnell eingelagert werden. Wenn ich auch nur ein Verstrahlen sehe, dann schimpfe ich aber mit euch. Ihr hattet mehr als genug Vorwarnzeit. Wenn das mal nicht hell ist. Wie ich denke, dann sollte hier auch richtig abbrutzeln. Das ist vorbei, ne? Hoffe ich. Ja, wir hatten nicht verstrahlt. Super. Super, haben wir ja mal schön überstanden, diese Sonneneruption, ohne dass einer Mitleidenschaft gezogen wurde. Ich gucke nochmal nach. Okay, ich muss nicht schimpfen. Sehr gut. Ja, jetzt müssen wir es nur noch hinkriegen, dass wir auch mal ein paar Meteoriten mehr abfangen. Ich sage nur, ihr Schlafsaal, da haben wir so ein Schwein gehabt, dass er nur einer bei gestorben ist. Ja, ich vermute, die arbeiten jetzt hier nicht weiter, weil da das noch Arzneimittel drin steckt, nicht abgeholt wird. Okay, er bringt es jetzt gerade weg, das ist gut. So, hier lang, da lang, da, 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 okay. Ja, ist ja ein kleiner Weg. Um die dann später einzulagern, meine ich. Nahrungsmittel gehen etwas runter. Wir sind bei 67 Leuten. Gut, der Biodom ist noch nicht so lange in Gang. Da ist Zwangsarbeit angesagt. So, sichern wir mal hier die Konsole. Ich weiß nicht, also ich behaupte, zwei Stück reichen wohl. Ich weiß aber nicht, ich setze vorsichtshalber meine dritte. Und wir brauchen ja noch eine Waffenkistenkammer. Wollte ich gerade mal testen, ne? Okay. Ich denke, drei Konsolen reichen. Also zwei reichen vermutlich. Beziehungsweise zwei Leute möchte ich ja haben, deswegen halt zwei Konsolen. Drei setze ich dann hin, wenn es geht. Ich würde auch vier hinsetzen, ehrlich gesagt, wenn es geht. Hier geht's ja, aber bei dem anderen geht's nicht.
ist der Winkel nicht so schön. Wenn ich dich hier mal eben wegmache und da nochmal teste,